Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K 23 My Ride the Legacy von Betty Giannetti, die hier in der, ja, in den Katakomben steht mit ihrer Tante Justine. Und ja, war auf jeden Fall gestern eine sehr, sehr aufregende Folge, wo wir die Liaison mit Sami Zayn offiziell beendet haben. Und zum Schluss hat man noch ein Match mit Justine gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier so weitergeht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ich hoffe, ihr habt was Schönes, Kühles zu trinken da. Und ja, ihr genießt dann jetzt diese Folge. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute wieder erwarten wird. Hey, ich habe dein Interview mit Kayla bei The Bump gesehen. War ziemlich cool, diese Clips zu sehen. Dieser Sieg ist eine schöne Erinnerung. Die Show hat echt Spaß gemacht. Kayla hat darauf bestanden, dass ich über dich rede. Was soll ich sagen? Ich sorge eben für gute Einschaltquoten. Ich war aber ein bisschen überrascht, dass du dich gerade für dieses Match entschieden hast, auch wenn es ein fabelhafter Sieg für mich war. Wirklich? Das Match war gut, aber nicht mein persönlicher Favorit. Welches denn dann? Ich weiß nicht, ob ich einen Favoriten habe, aber es wäre definitiv ein Match gegen China. Gegen sie zu kämpfen war immer etwas ganz Besonderes. Ehrlich gesagt war ich wohl auch ein wenig zu eifersüchtig, was dem Kampf noch mehr Feuer verliehen hat. Eifersüchtig auf China? Wieso das denn? Naja, es gab eine Zeit, da hat das Management China im Grunde machen lassen, was sie wollte. Sie durfte im Royal Rumble der Männer antreten, um die Intercontinental Championship kämpfen. Du weißt schon, Dinge, die für die Jungs immer selbstverständlich waren. Es war schon ziemlich episch, als sie den Intercontinental-Titel gewonnen hat. Sie kämpfte mit Feuereifer gegen all ihre Gegner, einschließlich mir. Tatsächlich konnte ich bei aller Selbstsicherheit nie ganz sicher sein, ob ich den Ring gegen sie als Siegerin verlassen würde. Weißt du was, ich sollte Kayla vielleicht Clips eines meiner Matches gegen China schicken. Dafür wäre sie dir bestimmt dankbar. So, dann gucken wir mal Geschichte fortsetzen. Hey, Kayla Braxton, hier hast du für The Bump ein Mitschnitt einer epischen Auseinandersetzung, die ich mit China hatte. Dieses No-Disqualification-Match gegen sie war unvergleichlich. So, Chinas Entrance sind auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt allerdings erstmal wieder Justine, die auf dem Weg zum Ring ist. Die können wir allerdings dann mal, würde ich sagen, skippen. Justine haben wir mittlerweile so häufig gesehen. Beziehungsweise häufig jetzt nicht, aber wir wissen auch, wie ihr Entrance aussieht. Jetzt kommt China, die, ja, auf jeden Fall einen sehr coolen Entrance hat hier mit dieser Kanone. Und China haben sich auf jeden Fall nochmal Mühe gegeben, oder? Hier bei dem Charakter, wenn ich überlege, wie China damals aussah. Holy shit, die gibt auf jeden Fall mal richtig Gas. Hier, wenn es doch das Eververse geben würde, ich glaube, dieser Entrance, der wäre für viele auf jeden Fall eine der ersten Wahlen. Und sozusagen China auf jeden Fall, ja, auch eine der Personen, die irgendwie viel zu früh vorne sind. Wenn man wirklich mal so guckt, so die Attitude Era, wie viele von diesen Wrestlern einfach nicht mehr auf der Welt sind, das ist schon heavy, also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man mir jetzt so sagen würde, nenne 50 Wrestler, mit denen du aufgewachsen bist, die leider schon verstorben sind, ich bräuchte da nicht lange, um diese Liste zu komplettieren. Es gibt so unfassbar viele. Echt gerade zu überlegen. So, was ist denn so? Ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, aber ja, welcher Tod von welchem Wrestler hat euch so am meisten mitgenommen? So, euch so am meisten irgendwie schockiert? Und wenn ich so drüber nachdenke, also aufgrund, wie es passiert ist, ich war zwar damals noch echt klein, aber Owen Hart auf jeden Fall bei mir. Und danach würde ich wirklich eigentlich sagen, Eddie Guerrero. Das war schon nicht ohne. Eddie Guerrero war eigentlich so wirklich der mich so am meisten mitgenommen hat, wo ich mich mit Wrestling beschäftige. Ich weiß noch damals, wo ich das in, ich bin früher immer so im Forum von Power Wrestling, dieser Zeitschrift. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Gibt es noch die Zeitschrift Power Wrestling? Da habe ich das auf jeden Fall im Forum dann gesehen. Das war immer damals, wo ich mir meine Informationen so hergeholt habe, aus dem Power Wrestling Forum. Gut, was natürlich auch noch eine sehr krasse Sache war, ist einfach so der Fall Chris Benoit. Also, da war man aber eher so im Nachhinein eher schockiert, was er so alles getan hat.
werde noch am Überlegen. Gut, was ich auch sehr schade fand, aber wo man leider realistisch sein muss. Scott Hall, Razor Ramon. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, wenn sein Lebensstil etwas anderer gewesen wäre, könnte auch Scott Hall noch auf der Welt sein. Aber der Zeitpunkt dann eher, als es dann wirklich, publik wurde, dass er im Sterben lag, nachdem es da ja die Komplikationen gab bei seiner Hüft-OP, was das gewesen ist. Da hatte er doch irgendwie so 3 Herzinfarkte gehabt oder so. Das war schon übel. Razor fand ich wirklich mal cool. Einer meiner Lieblingswrestler gewesen. Warum ist China eigentlich so schnell hier irgendwie so angehittet? Na, jetzt befreit sie sich mal. So, wir haben ja ein No-Disqualification-Match. Das heißt, wir können ja mal ein bisschen hier was holen. Macht sie da? Alles klar, sie versucht einen Pinfall. Och nein, sie kontert den Signature. Im Moment, wenn du gefühlt die Augen zumachen kannst. Wieder Reversal von China. Nein! Nein! Okay, das ist, glaube ich, ihr Signature. Ja. Der war nicht so leicht zu kontern. So, da waren wir etwas schneller. Und der Kendo-Stick verabschiedet sich. Frankensteiner mit den Punches. Was? Der Stuhl glitscht, glaube ich, oder? Man könnte meinen, der Stuhl glitscht. Alles klar. Sie reagiert einfach nicht auf meine... auf mein Button-Smashing. Das war aber Millimeterarbeit jetzt, dass das gesessen hat. Ich glaube, das war ein Ansatz zum Pedigree. So, wir probieren mal den Pin. Ach, come on. Oh, da haben wir aber auch wieder Glück gehabt.
Simone Drop. Gleich zwei Finisher, das ist gut. Was hatte sie nochmal? Ich habe vergessen, das zu machen. Ah, okay, der Middle Rope Buster. Das ist eigentlich für ein langweiliger Finisher jetzt mal Real Talk, oder? Ein Middle Rope Buster. Oh, jetzt China. Ach, verdammt. So, jetzt aber. Schlagen wir sie mit ihren eigenen Waffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, juckt sie halt gar nicht, ne? So, das könnte es aber gewesen sein. Ja. Krass, oder? Wir hauen ja ein paar Mal was mit dem Kendo-Stick über die Rübe oder generell auf den Körper und es juckt sie einfach nicht. Sie bleibt einfach stehen. Das ist halt China. Absolute Maschine gewesen. So, wir auf jeden Fall sehr erfolgreich in diesem Match gewesen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter und gucken, was hier sonst noch so passiert. So, auf jeden Fall, die Story ist abgeschlossen. Wir haben eine alte Molly Holly freigeschaltet. Jetzt können wir wieder mit Kayla sprechen, wir können mit Tom sprechen oder mit Ava Moreno. Und Sonja Deville, oh, mit einem Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Aber erstmal gucken wir bei den Optionen. Social Media. Das kennen wir ja schon. Ich habe mir viele Matches von Wild Thing Betty angesehen. Keine Ahnung, warum wir noch nicht oft zusammen im Ring standen. Ich bin beeindruckt. Okay. Wundert mich, dass ich von dir ein Kompliment kriege, Bailey. Aber danke. Weil es kein Kompliment war, du Vollhank. Ich bin beeindruckt, wie leicht es wäre, dich zu besiegen. Wie unhöflich, sagt sie. Aber im Ernst, ich habe gerade einen Sponsoring-Deal mit einem neuen Energy-Getränk gezogen. Sie wollen zeigen, dass ich nicht zu stoppen bin, wenn ich ihr Zeug trinke. Also suche ich einen Gegnerin, die mich garantiert gut aussehen lässt. Und das bist du. Danke, aber nein, würde ich sagen, oder? Du bist ja normal schon schlimm, Luke, aber wenn du von irgendeinem miesen Energy-Drink aufgekratzt bist, der so blöd ist, dich zu sponsern, dann danke. Also schön, Wild Thing Betty, aber bettel mich nicht um Gratis-Promotion, außer du steigst doch mitten in den Ring. Was haben wir hier? Hey, danke mal, dass du mir über dein Lieblingsmatch über Justine geredet hast. Natürlich, war mir ein Vergnügen. Und, aber könntest du Justine vielleicht bitten, mir keine Matchclips mehr zu schicken? Der erste war cool, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr klar ist, dass wir bei The Bump nicht jede Woche über sie sprechen werden. So wie ich sie kenne, bin ich auch nicht sicher, ob ihr das klar ist. Ich rede mit ihr. Alright, okay. Dann Sonja Deville, eigentlich interessant, oder? Gucken wir mal. Was bedeutet, Moment. Ich würde gerne mal hier so. Gibt leider eigentlich keine so richtige Erklärung, oder? Was die Symbole bedeuten. Hey, ich arbeite an was. Keine Ahnung, ob du Interesse hättest, aber du kommst mir wie jemand vor, der vereinzelt versucht, seine Fanbasis zu vergrößern. Warum versuchst du immer Stress zu machen, Sonja? Was das auch werden soll, ich glaube irgendwie, ich will lieber nichts damit zu tun haben. Jedenfalls nicht mit dir. Ah, ich bin nicht gemein. Warum denken immer alle, dass ich Stress machen will, wenn ich einfach nur nett bin? Tut mir leid, es sind einfach deine Formulierungen, dein Auftreten. Ehrlich gesagt, alles an dir. Wie auch immer, hör zu, wir sind vielleicht WWE Superstars, aber ich will etwas zurückgeben, indem ich eine Show speziell für aufstrebende Talente veranstalte. Ich arbeite mit AEW zusammen, um einige Matches zu planen, Geld für sie zu sammeln und der nächsten Generation vielleicht sogar mit ein bisschen Mentoring zu helfen. Das ist eine gute Sache, oder? Und ich wollte wissen, ob du Interesse hast, mitzumachen und in einem Match zu kämpfen.
Das klingt eigentlich schon nach einer guten Sache. Gegen wen kämpfe ich und was hast du davon? Du würdest gegen eine Indie-Wrestlerin kämpfen. Geneva Rose. Und vielleicht gefällt es... Soll das Mandy Rose sein? Natürlich muss ich daran arbeiten, andere Seiten an mir zu zeigen. Also, was sagst du? Ja, komm, ich mach's. Ehrlich gesagt bin ich mir absolut unsicher, was deine Motive betrifft, aber ich bin dabei. Für die nächste Generation aufstrebender Wrestler, nicht für dich. Jetzt bin ich mal gespannt, wer Geneva Rose ist, wenn die so betont wird. Großartig, ich schick dir den Papierkram zu, damit du vor deinem Match unterschreiben kannst. Und dann kannst du sogar Kosten von der Steuer absetzen, genau wie bei deiner Spende. Wir sehen uns dort. Warte, machst du das etwa wegen den steuerlichen Vorteilen? So, Story bestätigen, aufstrebendes Talent. Und mal wieder in der LAW Arena, da mit der Disco-Kugel. Ich habe gerade schon wieder fast eine Krise bekommen, denn, oh mein Gott, okay, sie sieht sehr speziell aus. Das sieht ja schon fast nach UFC aus. Die Frau hat auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die wird uns in Stücke zerreißen, oder? Nee, auf jeden Fall gerade. Ich musste die ganze Sequenz immer neu starten, weil mein Spiel ist eben gecrashed. Ich weiß nicht, ob man das so bei dem Cut so gesehen hat eben. Aber auf jeden Fall, ja, ging dann doch alles gut. Ich kann mich noch an WWE-Teile erinnern, da konnte man gar nicht mehr weiterspielen. Da musste man warten, bis ein Patch erscheint. Weil es immer an der gleichen Stelle gecrashed ist. So. Dann gucken wir mal. Ist das jetzt ein normales Match hier, oder? Mich wundert es ja, dass wir mal als zweites zum Ring kommen. Gibt's nicht so oft. Hä, was zur Hölle? Ah, nee, okay, alles gut. Stimmt, ich war gerade ein bisschen irritiert, aber ich habe ja den Titel. Ich bin ja Tag-Team-Champion. Ich war gerade irritiert, wo unser Moped ist. So, Geneva Rose. Die, keine Ahnung. Schwester von Mandy Rose, keine Ahnung. Oh, Mist. Das hat sie kommen sehen. Ist das dein Ernst? Was sollte denn die Aktion? Nur weil sie ausgewichen ist, oder was? Hier, Benefizveranstaltung so gefühlt und wir vermöben sie erstmal draußen. So gehört sich das. Komm, einfach mal ein bisschen mehr Brutalität reinbringen. Alter Vater, der Elbow-Drop. Hat's aber Glück gehabt. Also Stand jetzt ist sie halt wirklich keine Herausforderung. Aber das kann ja noch kommen, wir kennen das Spiel ja ganz gut mittlerweile. Das Ding ist aber, was plant Sonja? Oh, jetzt mal tatsächlich eine Aktion. Ein unfassbar krasser Einroller. Reversal wieder. Ah, jetzt kommt Geneva doch ins Match rein. Ach komm. Es ist jedes Mal wirklich nach dem der letzte Kick, der dafür sorgen würde, dass sie benommen ist und dann
Kommt immer noch mal der Reversal. So, gucken, ob das ausreicht, aber sie hat eh einen Widerstand, also von daher eher nein. Den nutzt sie sogar schon, Wahnsinn. Haben wir zwei Finisher. Oh, sie kontert. Belly to belly. Ja, ich glaube, das wird ein easy Aufgabesieg. Die Geneva. Aber sind wir bestraft. Ja, Betty Gianetti setzt sich hier bei LEW durch. Nun würde ich sagen, gehen wir zurück ins Menü und gucken, wie es da weitergeht. So, Sonja, da ist sie auf einmal umgezogen hier. Da ist sie wieder hier im GM-Modus. Danke, dass du mitgemacht hast. Die Zuschauer waren begeistert. Ich habe mich sehr in dir getäuscht. Gern geschehen. Und ich muss sagen, ich habe mich wohl in dir getäuscht. Du hast ein gutes Event auf die Beine gestellt. Das hat überraschend viel Spaß gemacht. Ey, da bist du schon ein guter Ort zu sein, um sein Talent zu entwickeln. Ich freue mich, das zu hören. Du hast dir nämlich gerade ein Match gegen Odyssey Rift um die LAW Championship verdient. What? Okay. Ich will ja keinen LAW-Titel gewinnen. Ich bin nur für dein Event hier. Das ist alles. Bist du ganz sicher, dass du das Match nicht willst? Ich muss ehrlich sein, nachdem ich als Offizielle bei der WWE eine Kostprobe bekommen habe, bevor mir der Posten unfairerweise weggenommen hat, habe ich gemerkt, dass mir die Macht wirklich gefällt. Die Macht, Matches für LAW anzusetzen? Die Macht, LAW zu leiten und zu einem echten Rivalen für die WWE zu machen. Und das ist erst der Anfang. Ich habe dir ja gesagt, dass ich versuche, Geld zu sammeln und aufstrebende Talente zu fördern. Das könntest du sein. Oha! Ich bin glücklich bei SmackDown und ich bin ziemlich sicher, dass du LAW nicht leiten kannst, während du bei der WWE unter Vertrag stehst. Wer weiß, aber ich wette, die WWE wird nicht glücklich sein, wenn herauskommt, dass du selbst einen vollwertigen Vertrag bei LAW unterschrieben hast. Oh nein, hat sie mich doch gelinkt? Das habe ich nicht getan. Das Einzige, was du nicht getan hast, den Papierkram durchzulesen, den ich dir zum Unterschreiben geschickt habe. Das ist Betrug. Klingt für mich wie ein Vertragsbruch. Oh mein Gott, was eine Snitch. Viel Glück dabei, das durchzusetzen. Ich glaube kaum, dass ich irgendwas durchsetzen muss, wenn Odyssey Rift erst erfährt, dass du dich weigerst, gegen sie zu kämpfen. Ich habe keine Zeit für das hier, Sonja. Ich habe an deinem Event teilgenommen, jetzt muss ich zurück zu SmackDown. Ja, liebe Leute, und da würde ich sagen, die Spannung steigt. Wie geht das morgen weiter? Wird eventuell Betty Gianetti, genauso wie unser guter alter Joey Silencio von der WWE gefeuert? Fragen über Fragen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Break, weil wir jetzt ungefähr 25 Minuten Aufnahmezeit. Ich denke, das reicht, weil ich versuche nämlich, das Projekt hier auf YouTube noch ein bisschen so in die Länge zu ziehen. Wenn wir dann halt 25 Minuten Folgen machen, dann kriegen wir vielleicht noch so 2-3 Folgen mehr bei raus. Weil ich denke, so im Grunde wird die Frauenstory so lange gehen,
wie die Männerstory. Deswegen versuche ich jetzt immer so auf 25 Minuten Folgen zu kommen. Das ist ja auch hier ganz angebracht jetzt. Da haben wir so einen kleinen Cliffhanger für morgen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Ganze heute wieder Spaß gemacht hat. Wenn ja, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne wieder in die Kommentare. Ein bisschen Diskussionsstoff hatten wir. Und kommt gerne natürlich auf meinem Discord-Server vorbei. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt erstmal raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr wieder, wenn es eine neue Folge von dem My Rise Modo The Legacy gibt. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.